Interview und Analyse zum ersten Rennen. Werte Trabersportfreunde, herzlich willkommen zu Renntag Nummer 7 in der Wiener Kreau, wieder mit PMU Premium Races am Ende der Veranstaltung. Franz Kohnlechner, du startest gleich im ersten Rennen, Noyo Kuku, 3 Siege heuer gefeiert, wird eigentlich immer stärker und auch diese Aufgabe sieht machbar aus. Gerade in so einer leichteren Prüfung, bist du da eher, der sagt, ich probiere jetzt einmal was aus, oder auf Sicherheit, das hat bis jetzt gut funktioniert, in der Didaktik nicht? Nein, es ändert die Didaktik nichts. Ich werde sie so starten wie immer. Ja, es sind 3 Siege. Es schaut vom Papier aus, wie es vielleicht noch ein Vierter dazukommt. Sag einmal, meiner Sicht einer der Hauptgegner gestrichen. Das ist wahrscheinlich kein Nachteil. Wie bist du da selbst? Sagst du, soll mir recht sein? Nimmt man, wie es kommt? Oder wäre es dir vielleicht recht, wenn du dann einen Prüfstein einmal im Rennen hättest? Ja, mit den Nichtstarter, das ist immer so eine Sache. Es ist keinen zu vergunnen, wenn das Pferd krank ist, sondern also man mit der selber auch die Pferde fit am Stall bringen. Ja, für mich ist es sicher kein Nachteil, weil es sind immer 6 Pferde, also somit ist wenig Verkehr unterwegs. Und dann brauche ich auch am Start nicht so viel riskieren. Gerd Meyer, Start in den Renntag im ersten Rennen mit der 2 Power Vita. Zuletzt, beziehungsweise eigentlich die letzten Rennen, immer leider sehr aufwendig gehabt, die Power Vita. Sie ist nicht die Blitzstarterin, das vielleicht der Nachteil, warum die aufwendigen Rennen entstanden sind? Ja, Blitzstarterin ist sie schon, aber die Gefahr, dass ein Fehler resultiert, ist relativ groß, und deswegen habe ich sie jetzt einige Male ruhig eintreten lassen. Aber sie kann richtig weglaufen, auch kein Problem. Wirst du es eventuell halt probieren mit Start Nummer 2, oder sagst du, die ist jetzt momentan so ruhig bzw. nicht fehlerhaft, dass du sagst, wir ändern jetzt einmal nichts? Ich denke schon, wenn sie schön eintritt und wenn sie im Takt ist, dann werde ich heute auf alle Fälle ein bisschen mehr riskieren am Start, weil irgendwann muss ich das natürlich auch lernen, und irgendwann sollte ich auch ein Rennen gewinnen mit ihr, und ohne am Start loszufahren, ist es bekanntlich sehr schwer. Trainer Sascha Fischer, herzlich willkommen zum heutigen Renntag. Euer erster Starter, Charlie Barker. Eigentlich in den letzten Interviews schon gesagt, er wird immer konstanter, immer besser, steigert sich auch immer ein bisschen. Was denkst du, ist da heute für eine Platzierung möglich, wieder ein Top-3-Platz wie zuletzt? Ja, Top-3-Platzierung schon. Mit dem Sieg, glaube ich, haben wir heute nichts zu tun, aber zweiter, dritter müsste werden. Irgendwelche anderen Sachen jetzt ausprobiert, oder sagt ihr, momentan das Setup funktioniert gut, brauchen wir nichts ändern? Momentan funktioniert ja so sehr gut. Ist natürlich bloß, wie wir jetzt ihn haben, hat er natürlich am Start nicht mehr so die Startschnelligkeit wie vorher. Aber er geht so kontinuierlich, und wir lassen uns Zeit, dass er ein bisschen Vertrauen kriegt. Wir werden in 2, 3 Starts mal wieder was Neues probieren.